Und hallo, willkommen zurück zu Spiritfarer. Ich starte mal das Ereignis. Ein bisschen Nebelfasern sammeln. Und los geht's. Dich haben wir schon mal. Mal gucken, dass die da leuchtet schon, oder? Komm her, hier. Leuchtet nicht mehr. Haben wir nicht geschafft in der Zeit. Da leuchtet wieder einer. Ha, hab dich. Jetzt kriegen wir drei, ne? Hab dich. Jo, drei kriegen wir. Nochmal drei. Ich müsste die eigentlich mal leuchten lassen erst, ne? Aber die leuchten nicht einfach so, ne? Nee. Oh, da ganz oben ist ja noch einer. Ja, komm her, Kollege. Nehmen wir dich mit. Oh, hast du gerade angefangen zu leuchten. Das ist normal. Oh, der hat geleuchtet tatsächlich. Der leuchtet wieder. Den muss ich mitnehmen. Hab dich. Also du könntest maximal was holen, wenn die alle leuchten würden halt. Ne? Nein! Genau so zum Beispiel. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht genau, wie viele das sind. Wenn du jedes Mal drei Stück daraus kriegst, mach's gut. Wieder ordentlich Material gekriegt. Wir müssen unbedingt noch eine Seide rausfinden, wie ich Seide machen kann. Ich weiß nicht, können wir Seide schon machen? Müsste man eigentlich, ne? Wahrscheinlich habe ich es wieder irgendwo verpennt und ja. Hab's natürlich nicht gemacht. Ein bisschen mal schauen. Aber jetzt müssen wir erstmal ins Bett. So schnell gießen und dann ins Bett. So, auf dem Turf haben wir fertig gemacht. Das heißt, wir kommen dann endlich weiter. Dass Giovanni seinen Schreibtisch bekommt. Da müssen wir nämlich auch noch weiterkommen. Das zieht sich alles ein bisschen hier. Das fächst schon alles zu. Hier die Befürchtung, wenn wir fertig sind, ist es komplett zugewachsen. Und dann wird das Schiff auch seine letzte Reise antreten, habe ich die Befürchtung. Aber wir schauen mal, was uns kommt. So, jetzt geht's wieder los. Neuer Tag, neues Glück. Ich brauche definitiv noch mehr Korn und sowas. Da wäre ein bisschen was zu tun. Ich habe langsam keine Sonnenblumensamen mehr. Kann ich da noch was anderes reinschmeißen eigentlich? Oliven haben wir hier noch, sehe ich gerade. So, Eier können wir da mitnehmen. Wir haben so viel Eier, das gibt's gar nicht. So. Guten Morgen. Morgen. Hast du Hunger? Nee, du hast keinen Hunger. Okay. Nur Mamchen? Ja, okay, gibt's nur Mamchen. Wow, das kannst du echt gut. Da würde ich doch hoffen. Da ist wieder was fertig, aber wir gucken mal. Guten Morgen, Kamini. Guten Morgen, Atul. Nehmen wir noch mit. Reis müssen wir jetzt besorgen. Wir sollten da sein. Hier ist ein Hut. Ja. Ich weiß nicht, ob es auf deinem Schiff noch mehr Geisterkäfer gibt. Dann könnte Jacob einen Spielkameraden haben. Andererseits mag ich es aber auch, dass er mein Freund ist. Er kann sie sehen. Sie machen mich traurig und dank Jacob kann ich ihnen aus dem Weg gehen. Einmal hat mich einer in die Nase gebissen. Wusstest du das? Dann habe ich das Licht eingeschaltet und er hat Angst bekommen. So läuft das mit dem Staubschatten. Sie fürchten sich total vor Licht. Deshalb verstecken sie sich in den Schatten und niemand kann sie sehen. Und deshalb mögen sie deine Gürtelschnalle auch nicht. Die strahlen nämlich so hell. Das heißt, wir müssen die Lampen anmachen, damit die verschwinden wahrscheinlich. Wir fahren mal kurz rüber und holen Reis und dann geht's sofort weiter. Thunfisch. Will ich gucken. Ich weiß aber nicht, wie wir den fangen können, weil irgendwie habe ich das schon ein paar Mal probiert und ich habe die Befürchtung, dass der Thunfisch ziemlich schwer zu fangen ist. Was nicht so nice wäre. Ich weiß nicht, wie man den Skill verbessern könnte. Das macht mir echt noch Sorgen. Das macht mir echt noch Sorgen. So, wo ist denn unser Verkäufer? Wahrscheinlich ganz am Ende, ne? Ja, müsste ganz oben sein. Hier ist er. Kaufen. Er hat wieder ein bisschen mehr. Guck mal, Moment, du hast keinen. Doch, hier, Reissamen. Wir brauchen Reissamen. Geben wir mal 10 Stück. Brauchen wir davon noch was? Apfelsamen? Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Flachssamen.
Weiß ich gar nicht. Wir könnten natürlich noch einen Baum, noch Bäume anpflanzen. Die Bäume sind eigentlich nicht schlecht, muss ich zugeben. Aber andererseits will ich eigentlich nicht so viele Bäume haben. Flachs, nee, wir kaufen die Sachen lieber nur, wenn wir sie brauchen, glaube ich. Das ist nämlich nicht billig, das Zeug. Will ich noch Dinge verkaufen? Habe ich noch irgendwo Plunder, Tant oder so, was ich die verkaufen kann? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nicht so aus, okay. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Und, ich weiß gar nicht. Wir müssen jetzt den Thunfisch noch irgendwie fangen. Das macht mir noch Sorgen. Ich weiß nicht genau, wie wir den Thunfisch kriegen können. Ich habe mir leider nicht mehr angucken können, wie man da rankommt. Ich bin da nicht zugekommen bisher. Aber wir brauchen den Thunfisch. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Ping. Essen ist fertig. Machen wir gleich. Ich höre ihn schon wieder. Aber wir haben gerade nichts. Was mit Francis? Was ist los? Der kommt bestimmt hinterher. Nahrung. Kommandantin. Ach, egal. Ich habe ein paar Snacks, Stella. Möchtest du welche? Hast Hunger? Okay, komm. Wie wär's mit Obst? Oh, Moment. Diese Speise enthält Obst, nicht wahr? Es tut mir leid, Kommandantin, aber unglücklicherweise muss ich deine großherzige Gabe ablehnen. In den heiligen Schriften von Domen, denen ich fromm folge, werden Früchte als gesegnet betrachtet. Okay. Es ist strengstens untersagt, auch nur daran zu denken, wie jemand erwägt, Obst zu essen. Mein Glaube verbietet es mir, Obst zu nehmen. Ja, mein Glaube. Okay, dann wäre es damit. Ein bescheidener Dank, Kommandantin. Diese Steckung kam gerade rechtzeitig. Mein Hunger hat soeben Stufe 1 erreicht. Immer noch Stufe 1? Nein, Kommandantin, ich habe mich bereits kurz vorher ausgeruht. Okay. Okay, hier können wir angeln. Wir können natürlich nur oben angeln. Ich bin gespannt. Wir müssen irgendwie den Thunfisch kriegen. Wir brauchen einen Thunfisch. Wenn ich einen Thunfisch kriegen würde, wäre ich glücklich. Einer wird reichen. Ah, oh, die Mucke ist wieder da. Ich weiß nicht, wie wir den kriegen können. Guck mal hier. Da ist die Mucke wieder. Wie kann ich den denn angeln dann? Weil der wird nie geangelt werden, wenn ich mir das angucke. Das ist rot. Und ich kann bis zur Mitte ziehen und dann haut er wieder ab. Ja, hier siehst du. Er lässt sich nicht angeln. Ich weiß nicht, wie man den angeln soll dann. Das ist ein bisschen. Müssen wir eine andere Angel haben? Nee, eigentlich nicht. Wie können wir angeln? Oder muss ich das jetzt ein bisschen alle Ewigkeit machen? Oder muss ich ihm einfach freien Lauf? Nee, geht nicht. Guck mal, jetzt wird er schon wieder rot. Jetzt hat er abgehauen. Okay, das heißt, wir können ihn bis zur Mitte ziehen, aber ich weiß nicht, wie wir den weiterziehen können. Das ist, wir probieren es nochmal. Guck mal, ich kann ihn bis zur Mitte ziehen, dann ist er rot. Nee, das war zu schnell. Wir kriegen den nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich das kriegen, da hinkriegen. Dann, weil wir brauchen den Thunfisch. Weil er wird rot, das muss ich loslassen. Jetzt kann ich wieder. Jetzt kriege ich bis zur Mitte wieder rot, siehst du? Da kommt er nicht weiter. Ne, es wird nichts. Komm, wir kommen nur bis zur Mitte. Jetzt wird er noch schneller rot, guck mal. Das ist, als wenn wir ihn nicht fangen können dürfen. Guck mal, jetzt ist er ganz hinten. Ey, wir kriegen ihn nicht. Keine Chance. Quest haut ab. Wir können den Thunfisch nicht angeln. Das ist ein Problem. Wir kriegen das Abendbrot nicht fertig, weil wir den Thunfisch nicht angeln können. Irgendwas fehlt hier noch, dass wir den angeln können. Wir gehen jetzt da mal hin. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen irgendwie den Thunfisch angeln. Ich vergesse, ich weiß. Ich muss alle Gerichte zubereiten. Kann ich nicht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das bei Gustav nicht gemacht. Das ist jetzt echt ein Problem. Hier schaut ja. Wirtung ist schon hervorragend, okay. Aber hier gibt es noch hinterher. War das eine wundervolle Lieblingsdichte? Weil ich weiß nicht, wie wir den Thunfisch kriegen können.
glaube, Thunfisch habe ich so das Gefühl, ist so die letzte Instanz. Das macht mir Sorgen. Ich müsste mal auf der Karte gucken, ob es noch andere Fischreiche gibt, wo wir angeln könnten. Vielleicht müssen wir da erst was angeln und können dann uns darauf konzentrieren, dass man das machen kann. Zumindest das Dandy noch, sehe ich gerade. Das macht mir echt noch Sorgen. So, das noch gießen. Hier noch was einpflanzen. Und gießen. Gehen wir zu Stanley. Achso, du brauchst noch was zu essen. Kleine. Braucht noch was zu essen. Mein Bruder möchte wissen, wann wir endlich was zu futtern bekommen. Ja, ja, kriegt was zu futtern. Das finde ich interessant, weil ihr habt eigentlich noch nicht wirklich Hunger. Fleischpastete. Nein, was ist denn jetzt los? Man immer isst irgendwas hier. Gnarf. Nein, jetzt nicht. Ich will doch gerade Essen machen, Mann. Ich bin gerade dabei. Das finde ich ein bisschen blöd, dass es unterbrochen wird. Nein, jetzt nicht. Ich muss alleine klarkommen. Ist mir jetzt gerade egal. Du wolltest auch irgendwas, aber es wurde auch unterbrochen. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt gerade mal erstmal den Jungs was zu essen geben. Ja, wo sind die denn schon hingeflogen? Das darf doch nicht wahr sein. Wo sind die jetzt schon hin? Ist der reingegangen? Ja, die sind reingegangen. Komm her hier. Da krieg ich schon wieder die Krise. Ihr braucht was zu essen. Ich denke nur an das Hummerbrötchen. Besorg eins. Nein, ihr kriegt erstmal was anderes jetzt hier. Muss ich so erstmal Nahrung geben, damit ihr hier zufrieden seid, damit ich wieder Ruhe habe. Fisch wollt ihr nicht. Surf and Turf ist jetzt gerade nicht das Richtige. Hier, Fleischfutter. Kostenloses Futter, endlich. Umarmchen noch hinterher. Okay. Jetzt geht's weiter. Schon gut, erzähl jemand von. Ja, ja, wissen wir. Okay, so, jetzt komm ich zu dir, Stanley. Warum darf ich nicht immer nur das essen, was mir schmeckt? Riesenhut. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Das ist ungerecht. Mama war auch immer genervt davon, wenn ich wegen dem Essen gequengelt habe. Sie hat sogar eine Regel aufgestellt, dass ich manche Wörter nicht sagen durfte. Wörter, die aneinandergereiht das gesagt haben, was ich essen wollte. Zum Beispiel, oh, ich darf es nicht sagen, sonst würde Mama sich aufregen. Aber ich habe eine bessere Lösung gefunden. Sie hat mir nämlich nie verboten, Pommes zu verlangen. Mal gucken. Ich bin drauf vorbeigefahren wahrscheinlich. Sie möchte also Pommes haben. Die guten alten Pommes. Wie mache ich denn Pommes? Muss ich eine Kartoffel stampfen? Oder wie funktioniert das? Aber dann mache ich doch eigentlich, wie heißt es? Kartoffelbrei. Hätte ich beinahe gesagt. Und verstanden. Pommes möchte sie haben. Ja, wir sind an dem Wrack schon vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie man Pommes macht. Kann ich hier, oh, ich kann Eier hier reinstecken? Okay, jetzt bin ich gespannt. Was kommt jetzt hier raus? Spiegelei? Ich hätte erst eins machen sollen. Gescheiterte Experimente habe ich gekriegt. Nice. Da kommt hoffentlich Apfelsaft raus. Warum kann ich das eigentlich machen? Warum mache ich eigentlich das? Nee, das wissen wir schon. Zucker. Nee. Warum kann ich das da reinmachen? Jetzt habe ich gescheiterte Experimente. Jungs. Ich habe euch hier das volle Programm reingeschmissen. Ist hier noch irgendwas Tolles? Nee, ich glaube nicht, oder? Sieht nicht so aus. Okay, dann geht's weiter. Gescheitertes Experiment. Haben wir ziemlich viele davon. Die können wir wahrscheinlich direkt für, keine Ahnung, vielleicht für ein Entgelt noch verticken. So, was haben wir jetzt? Tee hatte ich fertig gemacht, ne? Ja. Dann haue ich jetzt noch Kaffee hier rein. Tee oder Kaffee?
So, dann ist das ja noch drin und dann muss ich demnächst noch was anderes machen. Ja, Thunfisch, das macht mir echt Sorgen. Ich weiß nicht genau, wie ich Thunfisch hier machen kann. Ich muss eigentlich so viel Sonnenblumen anpflanzen, das gibt's gar nicht. Dass ich genug habe, damit die was futtern können. Das macht mir echt Sorgen. Deswegen gibt es doch so viel Sonnenblumen. Okay, Mobik ist voll. Ups, kann ich auch bald wieder so viel abgeben. 3 Birnen haben wir nur und 4 Pfirsich. Das ist nicht so viel. Okay, die haben gerade nichts. Ihr braucht bestimmt auch was zu futtern, ne? Ich habe schon lange nichts mehr gefuttert. Hier, eine Kirsche. Und einmal Scheren, bitte. Ich weiß gar nicht. Ich hätte euch noch abgeben können, glaube ich, ne? Oder habe ich das nicht gemacht? Bin gleich da, Tool. Ich muss nur kurz hier noch unsere Freunde ein wenig versorgen. So. Keimling! Runter! Versuch unter Blitz anzufangen, jetzt gerade nicht. Denk daran, immer nicht für die beschützen. Was hältst du davon? Nein, danke. Schade, Keimling. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, wir haben das schon eine Weile nicht mehr gemacht, ne, muss ich zugeben, aber wir brauchen im Moment auch keine Blitze mehr. Von daher, wo ist denn unser anderes Schaf geblieben? Wo habe ich das abgesetzt hier? Hier nicht. Bin ich jetzt doof? Ich bin doof wahrscheinlich. Ich finde unser drittes Schaf nicht mehr. Da sind die beiden. Das muss doch hier oben irgendwo sein. Ich hatte doch hier noch ein Schaf gehabt. Was ist denn? Okay, das ist jetzt super optimal. Ich finde das rote Schaf nicht mehr. Ach, da ist es. Über dem Essen natürlich. Du kriegst jetzt auch noch was zu essen. Hier wäre gut, dass sie auch Obst essen. Wenigstens dann haben wir ein bisschen was hier zu euch geben können. Hier. Ich bin ja schon mal froh, dass ich denen alles Mögliche geben kann. Oh, Kaffee ist auch fertig. Reissamen habe ich gekauft. Warte mal, was könnte man denn noch einpflanzen? Noch Essen machen. Eier, wir haben so viel Eier übrig hier, aber da mache ich nur Frittata draus, ne? Nehmen wir mal das mit Öl. Da mache ich dann Spiegelei raus. Ne, Spiegelei hatte ich bisher, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, nur mal Frittata oder so. Muss ich das hier einpflanzen, ne? Oder? Oder war das hier? Wer ist jetzt sicher? Kann ich nichts mehr machen? Nee, nur gießen. Okay, jetzt ist eine schöne Nacht. Dann gehen wir schnell schlafen. Alle anderen schlafen auch schon. Oh je. Ja, der Thunfisch macht mir echt Sorgen. Ich weiß nicht genau, wie ich den kriegen kann. Ich muss irgendwie meine Angelskills verbessern. Weil sonst kriege ich das nicht fertig. Und Atul wird, glaube ich, bis... ich glaube, Atul wird echt der Letzte sein, der von Bord geht. Wenn das so weitergeht, habe ich die Befürchtung. Was schlecht wäre, weil wenn alle gehen, bevor das mal erledigt ist, wäre das auch super optimal. Ich habe auch so viele Events nicht fertig gekriegt. Da müsste ich eigentlich viel mehr Zeit investieren. Das habe ich leider auch nicht gemacht. Und jetzt geht's wieder los. Ja, natürlich weiß, aber im Augenblick nein. Schnell! Ein Gewitter! Hab keine Angst! Nein, 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 nein. Schade, beim nächsten Mal. Wir müssen hier weiter, wir müssen los. Wir haben keine Zeit, Atul. Wir müssen unseren Zeitplan einhalten. So, Kirschen haben wir echt gut. Also der Kirschbaum, der rentiert sich eh am meisten, habe ich das Gefühl. Guck mal, jetzt hat er sich hier pennen gelegt. Jetzt gemacht? Frittata gab es. Wenn ich jetzt Eier so reinmache, was gab es da auch Frittata? Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben so viele Eier, die können wir alle hier reinschmeißen. Da. Spiegelei kommt da, glaube ich, nicht bei rum. Okay, müssen wir alle aufwecken. Wir müssen Reis unbedingt anpflanzen. So, Gustav habe ich noch nicht gesehen, komischerweise. Da ist er schon. Nein, ich wollte noch mit Gustav quatschen. Was ist denn los? Jetzt laufe ich erstmal gegen die Wand. Oh, du bist ja total ausgehungert. Frittata.
Exotisch, hier. Aha. Nun, Skipperin, dieses Gespräch hatten wir doch schon mal. Ich möchte keine gebratenen Gerichte sehen. Das ist aber exotisch. Keine gebratenen und gebackenen? Nee, süß magst du auch nicht, ne? Aha. Danke, Skipperin. Diese Mahlzeit ist nahrhaft. Und ein Armchen gibt's auch. Aha. Gut, gut. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo sind die anderen denn schon wieder? Atul hat noch Hunger. Kriegst auch ein bisschen was. Hier. Oh. Köstlich, da hatte ich richtig Appetit. Oh. Ist gerade nicht da, da. Okay. Das noch mitnehmen. Wer will denn da? Achso, unser Kollege hier drüben. Huch. Achso, warte mal. Morgen kleine. Ja, ich war. Naja, jetzt. Ah ne, er braucht nichts zum Futtern. Okay, dann ist gut. Kann ich jetzt. Was ist denn los hier? Jetzt haben wir's. Okay. Sieh mal einer an. Du hast meine Schwester im Dorf gefunden. Das ist unglaublich. Mhm. Ist sie wütend? Sag's mir nicht. Wenn ich es schaffe, schaffen sollte, was? Wenn ich es schaffe, sollte das immerhin etwas wert sein. Mhm. Danke nochmal. Und dich, ohne die Hilfe meiner Schwester, würde ich jetzt wohl am Meeresgrund verrotten. Okay, wie jetzt? Das war alles? Das war alles? Okay. Verbesserung geht nicht. Hier war sonst nichts. Stanley. Schmilzt einen alten Schuh. Ich hatte leider gesagt, ganz getan. Den Schreibtisch müssen wir noch machen. Die aus der unteren Wohnung. Achso, Beverlys Haus müssen wir noch bauen. Das haben wir schon gebaut, oder? Nee, wir haben den Keller gebaut. Wir brauchten da Seide für. Genau, das war das Problem. Kaufe den Bauplan für Bucks Haus in Edgeboro Lane. Also doch noch ein. Das ist eine Ente, ne? Oder ist das hier eine Möwe? Fährt das Haus auf? Ja, wir müssen gucken, wie wir das machen können. Ich habe noch keine Ahnung. Edgeboro Lane müssen wir da auch hin. Polks gegen Simmons. Koordinaten 85. 165. Oh. Hey, Riesenhut, hast du einen Lieblingspassagier? Warte, warte, warte. Verrat es mir nicht. Das ist dein Geheimnis. Ich habe auch einen. Das ist mein Geheimnis. Moment. Was, wenn es dasselbe ist? Oh. Oh, oh. Jetzt muss ich es irgendwie wissen. Oh nein, das wird mich den ganzen Tag lang beschäftigen. Bitte sag es mir. Komm schon. Warte, nein, sag es mir nicht. Oh Mist, ich hätte nichts sagen sollen. Schon gut. So, du kriegst noch ein bisschen was zu essen. Obst willst du nicht. Was gebe ich denn dann zu essen? Schalentiere? Ich mag kein Gemüse. Das schmeckt so widerlich. Aber Pilze hast du gegessen mit Gemüse. Okay. Da gibt's einen Tee. Also. Ich glaube nicht, dass ich das essen kann. Meine Mutter meinte immer, dass ich das nicht kann. Was ist anregendes Essen überhaupt? Okay, dann. Anregendes Essen willst du auch nicht haben? Hm. Ja, was gebe ich denn dir dann? Fisherman's Pie, altmodisch? Wow, danke. Das ist so lecker. Umarmchen gibt's noch? Ja. Okay. Wow, das ist ganz echt gut. Okay, vor das Programm. Edgeboro Lane. Fällt wieder nur Margo Lane ein. Aber das ist wieder was anderes. Seltsame Truhe haben wir hier noch und Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Da haben wir schon alles mitgenommen. Diese Fische, ne? Aber das ist ein anderer Fisch, ne? Oder? Guck mal, der hat gelbe Flossen. Der hat blaue Flossen. Vielleicht muss ich mich. Gibt es noch welche mit roten Flossen? Ne, der hat blaue Flossen. Also blaue Flossen sind auf der Seite, gelbe Flossen sind auf der Seite. Vielleicht muss ich erst einen Gelbflossen holen. Vielleicht geht das auch. Wo sind wir jetzt? Wir sind Dorat. Das heißt, wir könnten tatsächlich hingehen. Dann probieren wir unser Glück da. Ich hoffe, wir kriegen den Fisch. Wir brauchen irgendeinen Thunfisch. Ich wäre schon glücklich, wenn wir überhaupt einen haben, den ich verarbeiten kann. Ich würde mich jetzt gerne endlich das Essen mal an den Start kriegen hier. So. Das ist so ein, wie soll man sagen, so eine never-ending Story, ne? Schabernack-Sachen würde ich auch gerne mal abschließen. Die Koordinaten muss ich mir eigentlich mal raussuchen. 85, 165. Wo konnte ich denn Reis einpflanzen? Wahrscheinlich da, wo die Sonnenblumen sind, ne? Das heißt aber, ich müsste hier gucken, dass wir fertig werden. Seide brauche ich unbedingt noch. Seide ist so verdammt wichtig. So. Okay, die wollten auch noch was. Habe ich schon vergessen. Was wolltet ihr noch? Okay. Nichts Besonderes. Wir sind wieder durch. Okay.
im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Sonnenblumenöl. Wir müssen Sonnenblumen zu Öl eigentlich verarbeiten, aber wir haben nicht genug, ne? Das heißt, ich muss eigentlich zwangsläufig, fürchte ich, hier noch ein zweites Feld hinbauen. Wir haben nicht genug Platz dafür. Wir brauchen durchgehend eigentlich Sonnenblumen. Jetzt muss ich mal Reis pflanzen, weil wir müssen auch die Nudeln machen. Wir brauchen ja nur eine, also mache ich erstmal nur einen und mache dann hier eine Sonnenblume rein. Dass wir zumindest dann so viel kriegen, wie wir brauchen. Jetzt mal zu Atul gerade. Keimling! Ein Unwetter! Versuch ein paar Blitze anzulangen. Nein, jetzt nicht, Atul. Ich weiß, du willst es gerne machen, aber es geht einfach nicht. Dankeschön. Es geht einfach nicht. So. Spiegeleier. Okay, da sind doch Spiegeleier. Siehst du, Spiegeleier sind ganz normal dann doch. Also doch so. Können wir Spiegeleier und Rind? Nee, doch Spiegelei und Speck. Haben wir Spiegelei mit Speck schon gemacht? Ei und Speck. Wir haben schon ein paar Passagiere hier, aber irgendwie noch nicht komplett. Wir brauchen noch ein bisschen. Dann angeln wir einfach noch ein bisschen. Wir müssen eigentlich echt mal weiterkommen hier. Den Rotlachs haben wir auch noch nicht. Guck mal, die kann ich angeln. Kein Problem. Was krieg ich denn? So müsste der Thunfisch nochmal so auch gefangen werden. Ich habe das Gefühl, mein Skill ist dafür echt nicht gut genug. Aber wie kann man den Skill verbessern? Muss ich wirklich erst den Gelblachs sammeln und dann? Aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil der ist ja da schon im Startgebiet. Also, und ich kann den schon nicht fangen. Dann kann ich den Gelben doch erst recht nicht fangen. Ich hab schon in der Mucke. Ne, es geht nicht. Das Gefühl, das musst du so irgendwo lernen, kann das sein? Guck mal, es geht nicht. Das ist genau das gleiche wie mit dem Blauen. Ne, es geht nichts. Also, irgendwas übersehe ich hier noch. Kriegen wir nicht fertig. Guck mal, das geht nur bis zur Mitte immer. Den jetzt nicht weiter angeln. Da bleibt er stehen, siehst du? Der ist vorgegeben. Ich weiß nicht, wie ich den an Land kriegen kann. Nee, das hat keinen Sinn. Vergiss es. Also Thunfisch ist, steht leider nicht auf der Speisekarte. Das ist ein Problem. Flotsam. Da sind noch drei Fragezeichen. Vor allem, was diese Fragezeichen noch sind. Spring. Ashbro Lane. Da müssen wir hin. Rinderlizenz gibt es. Da siehst du, dann holen wir uns das da. Olivensamen. Dann gehen wir nach Ashbro Lane. Da müssen wir eh hin. Noch zwei Dudes anquatschen. Dann können wir da drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Tja, also den Thunfisch macht mir Sorgen. Ich weiß nicht, wie wir den angeln können. Aber irgendwie muss er angelbar sein. Hä? Ich hab das doch gekocht, oder bin ich jetzt doof? Warum kann ich das da reinpacken, aber es wird nicht gekocht? Guck mal, es wird doch da reingeschmissen. Ich habe das doch da reingemacht und es wird gekocht und wird nicht fertig? Wir warten mal. Das ist aber merkwürdig. Ich vergesse, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Das macht mir noch Sorgen. Ja, der Seidenstoff macht mir Sorgen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den kriegen. Den müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Wie macht man Seidenstoff? Eigentlich aus Seide. Und wo kriege ich Seide her? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns mal die Gebiete an hier. Irgendwo muss es was geben, was ich noch nicht weiß. Der hatte Silber. Vielleicht hier irgendwo in den Kisten noch, weil die Kisten habe ich noch nicht gecheckt. Seltsame Truhe können wir hier noch probieren. Wir müssen die vielleicht die auch mal holen. Hier, die Truhen alle. Golderz gibt es da oben noch. Da könnten wir vielleicht das hin sogar. Rindfleisch, Weizensamen, Maulbeeren. Da kommen wir leider noch nicht hin. Overbrook, da würde ich gerne hin, aber da kommen wir noch nicht hin wegen Nebel. Hier haben wir auch noch Thunfisch oder sowas. Das wird noch eine ganze Weile dauern, habe ich die Befürchtung. Hier sind noch drei Fragezeichen überall. Ich weiß nicht genau, was ist das? Eschenstamm gibt es hier voll.
seltene Truhe. Die Truhen müssen wir eigentlich mal abfarmen. Und das müssen wir abfarmen. Hier gibt es eine Menge Eschenstamm. Und Heidelbeeren. Moment, Heidelbeeren haben wir auch nicht gemacht, ne? Gekocht oder so. Mir geht langsam die Sonnenblume aus. Das ist ein bisschen problematisch. Wir müssen. Achso, warte mal, wie viel brauchen wir denn? Aber da braucht man eine Menge Holz, glaube ich, für, ne? Können wir noch ein. Ne, warte, hier. Feld bauen. Doch, das Feld wäre machbar. Ich müsste noch ein zweites Feld bauen, echt? Wir müssen halt mehr Sonnenblumen anpflanzen. Das heißt, ich müsste echt alles umräumen wieder, ne? Ja, müsste ich ja eigentlich. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber eigentlich müssten wir das machen. Wir sind da. Fahren wir rüber. Okay, wir müssen jetzt Paul vs. Simmons oder Paul gegen Simmons müssen wir noch finden, ne? Wir müssen auf jeden Fall alle anquatschen. Hast du was? Nein. Yay. Ich bin der Echsenkönig. Okay, Echsenkönig, dann viel Spaß da oben. Bin ich jetzt gelandet? Hey du! Ich bin Randy. Ich weiß, ich weiß. Solltet ihr Händler nicht alle Theodore heißen? Schon. Aber nicht, wenn man Raccoon Inc. keine Franchise-Gebühren mehr bezahlt. Hör zu. Lass mich erklären. Ich weiß, was du denkst. Dieser Typ sieht zwielichtig aus. Nun, das stimmt. Deshalb würde ich mir einen Arm und ein Bein abpacken, um dir die besten Preise bieten zu können. Und nicht nur die besten Preise, sondern auch die besten Gegenstände. Sieh dich um und vergiss nicht, mein Name ist Randy und meine Auswahl ist unschlagbar. Ein Obolus kann ich bei dir kaufen. Die Rinderlizenz brauche ich. Warum brauche ich hier mehrere Rinderlizenzen? Ich kaufe erstmal nur eine. Zuckerrohrsamen brauche ich leider nicht. Bauplan. Bugs Schlupfwinkel der Wunder. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Okay. Haben wir gekauft. Das müsste mal reichen. Ein Obolus haben wir noch. Muss ich mir den Obolus hier auch kaufen, oder was? Ja, komm. Gib mir den Obolus auch mit. Ist egal. Kann ich dir was verkaufen? Ja, ich kann dir das hier verkaufen. Gescheitertes Experiment. Hier. Bin ich den Mist los. Der freut sich. Und ich freue mich auch, weil ich bin den Mist los. Okay, wir fahren mal weiter. Okay. Den hatten wir schon, okay. Hier war noch irgendwo was, ne? Schwör ab. An sonnigen Tagen riecht es hier nach heißem Müll. Wenn die Sonne die Mülltonne genau richtig trifft, kannst du die toten Fische total gut riechen. Da siehst du, wie unsere Steuerglimps genutzt werden. Steuerglimps. Okay. Gehen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Da waren wir schon. Okay, dann bin ich langsam echt überfragt, wo wir hier hinkommen. Da war ich leider auch schon. Hier muss man eine Truhe irgendwo sein. Das ist wahrscheinlich bestimmt drinne. Irgendwo ist hier noch eine Tür abgeschlossen und da ist bestimmt was drin. Aber wir kriegen keinen Schlüssel dafür. Das heißt, wir müssten hier irgendwie. Da kommen wir hin, okay. Was können wir jetzt benutzen? Wo ist denn Paul vs. Simmons? Ich sehe hier keinen, den ich anquatschen könnte noch, oder? Oder bin ich dran vorbei gesappt? Das kann natürlich auch sein. Rede nicht mit mir. Okay, dann gehe ich wieder. Sehr freundliche Leute hier, muss ich zugeben. Da ist nichts. Versuche noch rauszufinden, wo das sein könnte hier. Ich habe die Melodie im Kopf. Ich höre sie ganz klar. Achso, wir haben die Platte nicht gekauft. Ich kann nicht glauben, dass die Mythos der Liebenden für ein anderes Lied, halten. Mythos der Liebenden ist ein Klassiker. Was? Hast du sie? Cool.
Du hast die Partitur für Herbstklang gefunden, super. Jetzt greifen die Saiten, spiel das Lied dort in der Mitte. Bereiten wir diesem Wahnsinn ein Ende, vereinen wir uns. Was, in der Mitte? Wo in der Mitte? Wir sollten das Lied und den korrekten Titel kennen. Ich weiß noch, wie ich Herbstausklang zum ersten Mal gehört habe. Was für ein Erlebnis. Wie soll ich denn spielen? Das Lied ist großartig. Lügner. Fantastisch. Du rockst ja richtig ab. Ich hab's dir ja gesagt. Und ich hab's denen gesagt. Es ist dasselbe Lied. Danke, dass du diesen Streit geschlichtet hast. Jetzt werden uns diese sogenannten Musikliebhaber in Ruhe lassen. Jawohl. Paul gegen Simms haben wir erledigt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es hat uns trotzdem nicht weitergeholfen. Er ist jetzt Randy, nicht Theodore. Deswegen hat er auch keinen Stand draußen. Aus dem Weg. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich komme hier nicht weiter. Wir haben die Sachen gekauft, das ist schon mal gut. Aber ich finde die anderen Sachen leider nicht, das ist das Problem. Okay, wir könnten jetzt was bauen, hoffentlich, da. Kiefernbrett brauchen wir. Haben wir Kiefernbrett? Ja, Kiefern? Ich weiß gar nicht. Vollgestopft mit allen Sammelobjekten und Spielen, die ein Teenager sich wünschen könnte. Für Buck ist ein Teenager, okay. Haben wir denn das hier könnten wir bauen. Wir müssen es nach oben bauen. Wir haben keinen Platz, ey. Wir müssen echt gucken, dass wir das irgendwo anders hingebaut haben. So, wir können jetzt eine Kuh mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wo wir eine Kuh finden, aber wir werden schon irgendwas auftreiben. Ja, wir müssen. Ja, durch die Glasplatte haben wir, aber wir haben kein Kiefernbrett. Ich brauche noch mehr Glasplatten. Ich glaube, Kiefernholz habe ich nicht, ne? Was hat mein Inventar? Kiefernholz? Warte mal. Kiefernholz, Holz, Holz, Holz. Ja, warte, war das hier? Nein, das ist alles Metall. Das ist Stoffe. Eiche, Esche. Ahorn. Nein, Kiefer haben wir nicht. Das heißt, wir können das Haus nicht bauen. Das heißt, wir hängen schon wieder fest hier, ne? Wie komme ich denn da weiter dann? Wir gehen das mal pennen. Denn die Nacht ist gleich schon wieder rum. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.